Klappe die erste. Hallo, ich bin Monika Stein, bin 47 Jahre alt und kandidiere als Oberbürgermeisterin für Freiburg. Ich bin seit über 20 Jahren Lehrerin an Haupt- und Werkrealschulen. Anfangs war ich in Lörrach Lehrerin, seit 8 Jahren bin ich in Freiburg und ich habe durch meine Schülerinnen und Schüler gelernt, dass sich in der Politik was verändern muss. Wir haben seit 16 Jahren den Oberbürgermeister Dieter Salomon und unter seiner Regierung ist so einiges falsch gelaufen, weswegen ich jetzt gerne einiges besser machen möchte und Freiburg sozialer gestalten möchte. Ich bin 1970 in Freiburg geboren und liebe diese Stadt und möchte gerne, dass die Stadt sich zum Guten entwickelt. 16 Jahre Oberbürgermeister Dieter Salomon sind mehr als genug. Die Stadt ist unsozialer geworden und ich finde, da muss sich dringend was ändern. Solche Videos möchte ich in regelmäßigen Abständen machen, dass ihr ein bisschen Einblick bekommt in den Wahlkampf. Ich hoffe, dass ihr eine Idee davon bekommt, was in Freiburg alles passiert während des Wahlkampfes und dass ihr aus meiner Sicht mal ein bisschen sehen könnt, wo ich mich rumtreibe, warum ich mich rumtreibe und wie ihr mitmachen könnt, wenn ihr Lust habt, auch etwas mitzumachen. Am 17. Februar, am Samstag, hat sich die Wählerinneninitiative gegründet und bei der waren viele motivierte und engagierte Menschen da, die kreative Ideen hatten, die Lust hatten auf Wahlkampf und die meinen Wahlkampf jetzt auch in den nächsten Wochen unterstützen werden. Nächste Woche, am 22. Februar, werden abends die ersten Menschen die Chance haben, mich kennenzulernen, die nicht Teil der Wählerinneninitiative sind und mit mir nicht beruflich oder persönlich schon zu tun hatten. Da werde ich im Grünhof in Freiburg um 20 Uhr sitzen und mich freuen, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und Rede und Antwort zu stehen, warum ich zur Oberbürgermeisterin werden möchte. Da mein Wahlkampf sich komplett über Spenden finanziert, muss ich darum bitten oder möchte ich gerne darum bitten, dass alle von euch, die 1, 2, 5 oder 300 Euro übrig haben, diese spenden für den Wahlkampf. Wir brauchen es, damit der Wahlkampf laufen kann und damit der Einzug ins Rathaus auch gelingen kann. Vielen Dank jetzt schon dafür. Ihr findet mich auf Facebook, ihr findet mich auf Instagram und ich freue mich, wenn ihr reinschaut und ich freue mich, wenn einige von euch mitmachen wollen. Dankeschön.